Hallo Leute, heute will ich mal auf das Thema Elektromotoren eingehen. Und zwar gibt es verschiedene Leistungsklassen. Für unsere Großmodelle können wir mit so einem Motor fliegen oder aber auch mit so einem Motor. Von der Leistung her ist es erstaunlich, dieser kleine Motor bzw. diese zwei kleinen Motoren haben eine Leistung etwa zwischen 8 und 10 kW. Während diese großen Motoren, obwohl sie groß sind, bei weitem diese Leistung nicht erreichen. Also hier haben wir Leistung von etwa 4 kW. Hier kommen wir vielleicht auf 5 kW. Das heißt also eigentlich von der Größe her, wenn man den einmal ganz rausnimmt, das ist einer in der Leistungsklasse mit 2 kW, ist aber auch schon relativ groß. Wenn man dieses Verhältnis sieht, hier haben wir 8 kW, hier haben wir 10 kW, hier haben wir 2 kW. Schenkt sich eigentlich vom Gewicht her auch nicht viel. Ist auch wirklich so. Und hier haben wir relativ schwere Motoren. Die verkraften natürlich relativ viel Wärme thermisch. Deswegen haben sie auch nicht nötig, dass sie unbedingt eine super Kühlung haben. Es funktioniert einfach in unserer Flugzeit von etwa 8 bis 10 Minuten, haben wir da kein Problem. Alternativ zu diesen Motoren von der Leistung her wäre dann dieser kleine Motor mit Getriebe. Dann haben wir hier wieder dieselben Drehzahlen, aber nachteilig auch fast durch dasselbe Gewicht durch das Getriebe. So, also was nehmen wir jetzt? In dem Fall, wir könnten einen 3 Meter Heli, Einfachheit halber, Hauptzahnrad, Motor und das Getriebe ist fertig. So würde es gehen. Das ist die einfachste Methode. Oder eben alternativ die Methode mit dem Getriebemotor. Dadurch haben wir allerdings schon zwei Stufen. Anders wird es nicht laufen, weil der in der Drehzahl zu hoch liegt. So, wir sehen also, mit dem Antriebskonzept kann man spielen, was man letztendlich machen will. Bleibt einem selbst überlassen. Ich forciere jetzt eigentlich zur Zeit zumindest diese zweistufigen Getriebe. Das heißt, dieses Getriebe plus das normale Hauptgetriebe hat einfach den Grund, es ist beliebter zurzeit. Besser vom Wirkungsgrad her, würde ich mal sagen, ist die Version diese Motoren und eine Getriebestufe. Je mehr Getriebe, desto mehr Reibung, desto mehr Widerstand, desto geringer wird letztendlich der Wirkungsgrad sein. Das Beste wäre natürlich der Direktantrieb. Das gibt es bei kleineren Hubschraubern, bei den großen weniger, weil einfach die Leistungen zu gering sind, wenn man die Drehzahl so weit runterschraubt. Also so ein Motor dürfte für einen 3 Meter Heli maximal, sag ich jetzt mal, 900 Umdrehungen haben mit 12S, und dadurch wird die KV-Zahl sehr gering. Da braucht man schon einen relativ großen Motor. Wir haben so einen großen Motor, den zeige ich jetzt einmal, für den Direktantrieb eines 3 Meter Hubschraubers. Da ist er. Also dieser Motor könnte so gestaltet werden, dass man ihn direkt ohne jedes Getriebe an der Hauptrotorwelle verwenden kann. Das tun wir hier nicht. Wir haben hier ein Riemenrad aufgeschraubt und machen noch eine kleine Untersetzung, allerdings über Riemen, weil der Motor liegt etwa bei 40 kV, das heißt also 40 Umdrehungen pro Volt, und wir müssten dann mit 6S fliegen, um hier die richtige Drehzahl zu haben. Das ist uns etwas zu wenig, aber wir arbeiten dran und es besteht die Möglichkeit, diesen Motor noch umzuwickeln auf die entsprechend niedrigere KV-Zahl. Jo, und das ist unser selbstgebauter Leistungsprüfstand. Es ist relativ einfach aufgebaut. Regler, Elektromotor, Lastwiderstand und auf der anderen Seite der gleiche oder der zu prüfende Elektromotor als Generator. Das funktioniert jetzt wie eine Wirbelstrombremse, das heißt, dieser Motor treibt den Generator und wir erzeugen Leistung. Beziehungsweise wir nehmen hier Leistung ab und bremsen dadurch den zweiten Motor ab.
Dadurch können wir ermitteln, wie viel Leistung endlich dieser Motor abgibt, um den anderen im Generatorbetrieb zu betreiben. Und da kann man ungefähr einen Rückschluss ziehen auf die Gesamtleistung des Motors. Ist aber nur ein Versuch. Wir probieren halt verschiedene Sachen aus, nur um zu wissen, wo wir in etwa liegen und ob die Herstellerangaben sich mit dem decken, was wir eigentlich brauchen. Und jetzt haben wir hier den klassischen Elektroantrieb mit einer Elektromechanik. Das ist jetzt eine Mechanik für einen großen Modellhubschrauber, den es bei mir zu kaufen gibt. Das ist die Bell 407. Wird übrigens erst im nächsten Jahr lieferbar sein. Wir sind jetzt noch in der Entwicklung. Aber hier gibt es Elektroantrieb vom Feinsten. Das ist übrigens ein Turnigy-Motor. Der kommt aus China. Es gibt natürlich auch hochwertigere Motoren aus Deutschland, die man hier verbauen kann. Wir haben jetzt sich für den Turnigy entschieden, einfach aus dem Grund, um das ganze Antriebskonzept beherrschbar billig zu halten. Billig heißt nicht minderwertig, billig heißt nur, es ist ein bisschen günstiger. So ein Motor kostet halt 150 Euro und wenn man den gleichen Motor bei einem deutschen Hersteller kauft, liegt man bei 500. Man kann es sich also aussuchen. Funktionieren wird beides. Bloß als Beispiel der Verhältnismäßigkeit mache ich jetzt mal hier so eine Art Unboxing. Das ist ein Motor, wie er in einem Copter verwendet wird. Also T-Rex 200 oder sowas, ja, glaube ich, würde damit fliegen. Und wenn man das anschaut, es ist etwas größer. Der Motor leistet, ich würde mal sagen, seine 300 Watt. Und bei dem Motor liegen wir bei etwa 3,5 kW. Und das ist der kleine Unterschied. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ihr könnt es auch abonnieren, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ansonsten schreibt in den Kommentaren. Also, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.